Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 13.2. Da ist Vena am Apparat und wir sind immer noch bei der Frage aller Fragen. Lightning offenbart mir eine Welt voller Hoffnung. Soll ich die Reise abbrechen und bei Lightning bleiben? Natürlich nicht. Ich konnte es nicht tun. Als ich Vertrauen in die Zukunft verloren habe, Snow came and gave me hope. Snow left his home and his friends. He traveled through time to save others. Hope worked feverishly to save Cocoon. And then there was Vanille and Fang, trapped in crystal, holding Cocoon in the sky. I couldn't desert them to live in this world of dreams. I couldn't betray them. I'm so sorry. No! Don't give up. No. That's not my sister. Na, welch ein Zufall. Gut, dann geht's wieder zurück. Hier entlang, da entlang. Wir müssten jetzt hier oben wieder durchkommen. In der Hoffnung, dass keine Kämpfe kommen, denn die sind hier gerade echt lästig. Irgendjemand hilft mir, aber nö, niemand ist hier. Oh, na klar, ist ja typisch. Genau in dem Moment kommen sie natürlich wieder alle. Das ist ein Atmosphärenbrecher, Square Enix. Wir sind gerade in einer ruhigen Situation gewesen, in der wir eine Entscheidung getroffen haben und ihr habt nichts Besseres zu tun, als zu sagen, oh ja, werfen wir hier ein paar Kämpfe rein, damit die ganzen Leute, die Action haben wollen, natürlich auch Action bekommen. Das ist Schwachsinn. Ich finde, man hätte hier ruhig die Kämpfe rauslassen können, einfach um die Atmosphäre zu behalten. Kabam! Bam. Na komm schon. Oh, mein Sunny-Pudding ist weg. Ich glaube, den brauchen wir auch nicht mehr. Zumindest jetzt in diesem Moment. Zack, zack. So, das hat gereicht. So, dann wollen wir hier einfach mal auch kurz das Kristallium öffnen, um unseren Sunny Pudding hoffentlich ein paar. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Die Möglichkeit zu geben, sich mal ein bisschen aufzubauen. Ja, schade. Na gut. Wir können ja Sarah auch nochmal ein bisschen aufplustern. Im Bereich Manipulator. Fällt mir gerade so auf. Gut, was jetzt im Großen und Ganzen natürlich nicht so super viel Sinn macht, aber ja, passt schon. Manipulator nutzen wir sowieso kaum bis gar nicht, eigentlich überhaupt nicht. Da ist ein grüner Punkt. Zu diesem grünen Punkt werden wir jetzt gehen. Der kürzeste Weg ist der, den wir einschlagen möchten. Wenn hier nicht gerade wieder irgendwelche Gegner im Weg stehen. Ja. Wir ignorieren das jetzt einfach mal. Oh, Schokolina. Ja, ja. Ich habe mich auch verlaufen. Bla, 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 bla. So, gucken wir mal, was haben wir denn hier Schönes? Accessoires, Monsterkomponenten. Tick, 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 tick. Was ist denn eigentlich für unseren Sunny-Pudding was Tolles? Jetzt werden wir. Oh, ich liebe dich. Oh, Schokolina, ich liebe dich auch.
du kleine Nervensäge in unserem Spiel. Was brauchen wir denn eigentlich für Komponenten, um unseren Sunny-Pudding weiter aufzubauen? Gritzündung, Antriebszündung oder Okkultzündung? Gut, die werden wir mal schauen, dass wir die hier kaufen, also gucken, ob wir die hier kaufen können. Um unseren Sunny-Pudding ein bisschen aufzubauen. Kaufen, bitte. Kaufen. So, Gegenstände. Nein, nein, nein. Monsterkomponenten. So, Okkultgewinn. Natürlich nicht. Wieso soll man auch das, was man gerade braucht, auch kaufen können? Haben wir irgendwelche tollen neuen Waffen? Natürlich auch nicht. Wäre ja auch Schwachsinn. Gegenstände. Jawohl, aber fällt mir jetzt erst auf, Hot Dress. Na komm. Hm? Ja, nee, ist klar. Lass mich in Ruhe. Bitte, bitte, lass mich einfach nur in Ruhe. Ich hab dir nichts getan, du tust mir nichts. So läuft das Ganze hier ab. Klammern wir mal, jetzt laufe ich im Kreis, ne? Haha, sehr witzig. Gut, dann geht's hier halt eben hoch. Ich habe keinen Bock auf überlange Kämpfe jetzt gerade. Die Kisten haben wir sowieso schon alle genutzt, gefunden. Oder zum Teil auch ignoriert. Deswegen spazieren wir hier jetzt einfach weiter. Diesen Baumstumpf entlang. Talalalalala. Und hopp. Ja, wie man überhaupt mit diesen Schuhen gehen kann, ist mir ein Rätsel. Ja, wenn ich der Meinung bin, aufleveln zu müssen, dann werde ich das auch tun. Im Moment sehe ich darin aber noch keine Notwendigkeit. Also rennen wir hier einfach durch. Oh, lasst mich raten, Sackgasse? Ich gehe mal hier lang. Oh nein, Gegner, Hilfe. So. Und hopp und hopp. Und hopp und... Da steht jemand. Mitten im Krater, den es irgendwie nicht mehr gibt. Hier ist aber kein Krater, komischerweise. Hallo, wer bist du? Du bist... Vanille. Hallo, Vanille. Hallöchen, meine Gute. Ich nutze mal die Zeit, um Kaffee zu trinken. A dream. I'm still sleeping in the crystal pillar, you see. And you're dreaming away too. So it's like we're meeting inside each other's heads. So this is a dream after all. But why did you come? Because you needed help. Oh, you've never met Fang before, have you? No. We've come to pull you out of this fantasy of yours. You're trapped in a dream that never ends somewhere in the void beyond. If we don't help, you'll never wake up. And that, my girl, is why we're here. Oh, come on, Fang. Thank you. We're just showing you a way out. You're the one who made the decision to wake up and leave this world. If you hadn't rejected the fake lightning, we would never have been able to reach you, and you'd still be stuck in your dream. What? I almost believed her. The fake lightning, I mean. But then I remembered my sister is fighting in Valhalla. Snow and Hope, they're fighting their own battles as well. Out of all of us, I was the only one who was running away from the truth. That's all right. Because now it's your turn to help someone. You're not the only one who's trapped in a dream they can't wake up from. You mean Noel? You need to go and find him. I reckon you can save him, Sarah. Fang? Vanille? Guess our time's up, huh? Yes. We have to go back now. See you around. Bye. Genau, wir retten dich.
Ah, Kiste. Haha, die Kiste ist erstmal wichtiger. Scheiß auf Noel, da ist eine Kiste. So, und wir finden Fangs Krone. Dun, 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 dun. Oh, da hinten ist noch eine Kiste. Die nehmen wir natürlich auch gleich mit. Und wir finden hier drin Vanils Frucht. Ja. Gut, dann wollen wir mal ab durch die Zeit. Wir sind wieder auf der Jagd, würde ich mal jetzt so meinen. Wir jagen der Zukunft Vergangenheit nach. Oder der zukünftigen Vergangenheit. Okay, it's time to find Noel. Guess what, Lightning? I met Vanille again. She saved me once 3 years ago, and today she came to help me. I owe her my life twice now. And I met Fang for the first time too. We only talked a while, but she kind of reminded me of you. Even though they're still trapped in Crystal, they reached out to me, showed me a way out of my dream. One day, I'm going to pay them back. I promise. I wonder what kind of dream Noel is living in. Whatever it is, I'm going to wake him out of it. And together, we'll find you, Lightning. Brrr. Ja. Katsching. Wir haben das neue Zeitportal eröffnet. Sterbende Welt JS 700. Ich merke, wir müssen dahin. Wir können natürlich auch wieder ins Kolosseum, was uns nichts bringt. Oder nach Serendipity. Nein, wir gehen hier hin. So, nichts erklärt wird. Gut, dann machen wir an dieser Stelle eine kleine Cut und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 13 2 mit eurem Darcy. Bis denn.